Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heaven's Hope. Wir sind dabei, das Ritual vorzubereiten. Wir haben für das Ritual Wasser und Erde. Und wir brauchen noch Feuer und Luft irgendwie. Eigentlich hat der Anselm mir auch eine Kerze auf dem Kopf, ne? Keine Ahnung. Ja. Anselm, der gute alte Anselm. Ich meine, eigentlich hat die Maus ja auch Luft in sich, ne? Ja, ich meine, alles Mögliche hat Luft in sich, ne? Ich meine, ich habe der ja irgendwann mal in den Mund gepustet. Was kommt denn da nochmal hin? Ach, da muss die Greta hin. Puh. Kann die da reinklettern? Der Strom ist dauerhaft aktiviert. So sollte das funktionieren. Die Maus ist Luft. Okay. So, und der Anselm hat ja eine Kerze auf dem Kopf, ne? Laut Buch das Symbol für Feuer. Das Feuer. Nö, ne? War eine nette Idee, die ich hatte. Tja, habe ich mich wohl geirrt. Komm, Ansi. Ansi Boy. Alchemistisches Feuer von der alchemistischen Kreatur. Gute Idee. Ach, jetzt doch. Aha, der Stein. Cool. Ich habe Feuer, ich habe Erde sowieso. Ich habe auch das Wasser und ich habe eine Maus. Jetzt brauche ich nur noch... Ja, ich muss wieder zu diesem... Wie heißt es da? Zum Beinhaus. Ich muss jetzt irgendwie rein, um Michaels Schwert zu holen. Michaels Schwert. Michael. Danach müssen wir die Glocke aktivieren und dann geht's rund. Ah ne, wir müssen, ich muss immer noch den Bill überzeugen. Waren die eben alle ganz rechts? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt mache ich sie mal alle auf ganz links. Blöd, dass es ja auch aber überhaupt gar keine kein Hinweis gibt, wie die jetzt zu stehen haben. Ganz links, ganz rechts, ganz rechts, ganz links. Links, rechts, da gibt es ja etliche Möglichkeiten eigentlich, ne? Und die jetzt alle durchzuexerzieren, ist allerdings ein bisschen uncool irgendwie. So, es sind alle ganz links. Ja, tut mir leid, es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen öde sein, aber ich muss es ausprobieren. Dann fangen wir hier unten mal an. Ne, Quatsch, hatten wir die schon ganz rechts? Alle ganz links. Jetzt machen wir die alle ganz rechts. Haha. Jetzt war es aber Glück. Das war aber Glück. Es hätte ja auch links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oder ihr könnt euch das selber denken. So. Erzengel Michael. Das sind diese Leute. So, nicht, dass ich wieder hier beschossen werde. Ja, das ist natürlich praktisch. Ja, das haben wir schon gesehen.
Ein Symbol. Das sind doch die Symbole, die auf den Ikonenbildern in der Kirche sind. Was hat Bartholomäus nochmal über diese Typen erzählt? Das Z mit dem Schnörkel, das Verschnörkel und das F. Ob man die Symbole irgendwie... Die Symbole aktivieren? Ein Symbol? Das sind doch die Symbole, die... Was hat Bartholomäus... Ja, das hat man gerade schon. Symbol aktivieren. Die ultimative Maus. Die das rennt jetzt so hoch. Nein. Alles kann sie auch nicht machen. Die Maus kann ja nicht das komplette Spiel hier für mich schaffen. Ein Bambusrohr. Das klappt. Ich habe aber auch nichts. Pamphlet, bla bla. Streichhölzer. PKE Meter. Anselm kann auch nicht da hoch. Spiegel. Ach. Ah, das Symbol leuchtet, wenn ich es mit dem Lichtstrahl treffe. Ja, welches machen wir denn? Gibt es eine Reihenfolge oder wie? Sieh mal, das Symbol hört nicht auf zu leuchten. Ah, dann ist das... Ja gut, das ist ja dann leicht. Jetzt leuchten schon zwei Symbole. Alle Symbole leuchten. Und was passiert jetzt? Oh. Was ist das denn? Scheint eine Art Gondel zu sein. Na, dann mal hoch mit dir. Oha. Wupp ab nach oben, ein Stockwerk höher. Ich habe einen Aufzug gefunden. Nicht schlecht. Ah, sehen Sie. Bei allen guten Geistern. Das nenne ich mal eine Schwertkammer. Au! Okay, so einfach kann ich das nicht wegnehmen. Das Schwert ist Michael. Aber einfach wegnehmen kann ich es nicht, weil es von diesem Pseudo-Feuereffekt geschützt wird. Pseudo-Feuereffekt? Heilige Mutter Gottes! Das ist meine Statue. Ist das nicht Michael? Der alte Angeber. Passt jedenfalls zum Orden. Der Erzengel Michael. Bezwinger des Teufels, Wächter des Garten Eden, Begleiter der Toten, Seelenweger am jüngsten Gericht und Anführer der himmlischen Heerscharen. Und der Träger des flammenden Schwertes. Naja, das hat er wohl tatsächlich irgendwo liegen lassen, so wie es aussieht. Da kommt dieser Lichtstrahl raus. Scheint eine Art Kristall oder Prisma Ach so, zu sein. Achso, das ist ein Kristall. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. No. Nehmen wir wieder die ultimative Maus. Da komme ich nicht dran. Hä? Warum ist denn ein Mund abgebildet? Ein Buch? Ich reiß mir hier mal was ab. Wieso ist der das denn plötzlich? Was haben wir denn hier? Pamphletschnipsel, Strafzettelschnipsel, Papierkugel. Ich habe jetzt alles gegessen. Papierkugeln. Bambusrohr. Cool, guck mal hier. Was müssen wir jetzt da drauf schießen? Ich hab getroffen. Jetzt fällt schon ein bisschen weniger Licht durch das Prisma. Nein. Völlig... Oh, das war nix. Sehr gut. Nächster Treffer. Vorbei. Du weißt, wir können das Ganze hier auch abkürzen. Ach, Leco Mio. Nein. Jetzt will ich schon wieder, dass ich das bisschen hier abkürze. Jetzt mach schon.
Über die Papierkügelchen jetzt hier. Hab ich in der Schule auch gemacht. Nein, sowas habe ich natürlich nicht gemacht. Jetzt triff schon. Warum triffst du denn nicht mehr? Zu schwach. Yes. Jawohl, getroffen. Jetzt fällt schon nicht mehr viel Licht durch das Prisma. Yes. Sehr gut. Es fällt kein Guck mal, wie klein das jetzt ist. Und der Pseudo-Feuereffekt von Michaels Schwert hat sich erledigt. Hier unten ohne Gottes Licht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. So ist das manchmal. Da können wir es jetzt ja mitnehmen. Was? Immer noch so nicht? Gut. Okay, so geht das auch nicht. Wirkt irgendwie kleiner. Wieso kann ich es denn jetzt trotzdem nicht mitnehmen? Ich will es jetzt aber mitnehmen. Das hat nicht die Form eines... Das hat nicht die Form eines Schwertes? Dann machen wir das doch mal. Ich habe tatsächlich das Schwert des Michael. Wer hätte das gedacht? Michael hat jetzt ein Bambusrohr in der Hand. Damit wir diesen Exorzismus durchführen können und du wieder zurück in den Himmel kommst, bevor einer mitbekommt, dass du weg warst. Michael wird gucken, wenn du mit seinem Schwert auftauchst. Also, was machen wir jetzt hier mit diesen ganzen Schnipseln, die ich hier gemacht habe? Wieso sollte ich das machen? Die Schnipsel, die von den Strafzetteln übrig geblieben sind. Hatten die also doch einen Sinn, ne? Wieso sollte ich... Die lassen sich neu zusammenstellen. Jetzt kannst du was richtig Irres zusammenstellen. Ah, cool. Das ist ja dann was, vielleicht womit ich den Bill überzeugen kann. Irgendwas Irres soll ich da jetzt... gezeichnet McCallum. Das machen wir zum Schluss hin. Im Sinne der Gemeinordnung sind Mülltonnen eine massive Gefährdung der Allgemeinen. Das klappt so nicht. Moment doch. Allgemein. Der Delinquent wird zu Grimassen und Verrenkungen. Der neue Strafzettel besagt jetzt. Im Sinne der Gemeindeordnung sind Mülltonnen eine massive Gefährdung der Allgemeinheit. Der Delinquent wird zu Grimassen und Verrenkungen im Zuchthaus verurteilt werden. Das hört sich doch schön irre an. Das ist wirklich ziemlich irre. So kommt McCallum wirklich ziemlich verrückt rüber. Das war auf jeden Fall das Einzige, wie man das jetzt in einem logischen Satz zusammenbasteln konnte. Wo ist der Bill jetzt nochmal? Billy Boy. Irgendwie musst du hier wieder raus. Ach so. Ja, hier mit dem Aufzug. Kann ich mich jetzt nicht einfach dahin beamen? Jetzt aber. Jetzt muss ich den Weg hier wieder zurücklatschen. Na gut, müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf die Steine treten. Okay. Ich möchte bitte wieder raus. Hallo? Ach da, klar, die Kurbel. Ich vergaß. Es war eine Kurbel, die den Türmechanismus betätigte. Oh, jetzt muss ich aber schon aufhören. Ich muss zur Arbeit. Ich muss zur Arbeit. Dann müssen wir wohl in der nächsten Folge mit dem Bill sprechen und ihm diesen hübschen Strafzettel zeigen. Ich gehe schon mal zu ihm, damit ich das auch in der nächsten Aufnahmesession nicht vergesse. Und dann haben wir eigentlich alles zusammen. Da müssen wir nur noch diese Glocke aktivieren und dann geht Greta an den Kragen. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Also bis morgen. Tschüss.